Ach ja, Holzhacken ist schon was Schönes. Aber ich glaube, dann gehe ich sowieso pennen, wenn ich dann sowieso da oben bin. Weil ich glaube, unter Tag-Nacht-Verschiebung in dem Sinne leidet die Framerate ganz schön. So, ich glaube, das müsste denn erstmal reichen. So, noch ein paar Stückchen. Warum habe ich denn eigentlich 63? Warum ist das eigentlich eine ungerade Zahl? Ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich das gesehen. Ich glaube, da habe ich einen Stock fallen lassen. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Wo bin ich jetzt überhaupt hin? Ja, okay, ich gehe doch richtig. Hat der Orientierungssinn mich doch richtig geleitet? Aber man sieht ja, wo das auch sonst hinführen kann, wenn man planlos in der Nacht durch die Gegend stiefelt. Siehe mein Let's Play Folge, weiß ich nicht, 7. Eigentlich traurig, dass ich manchmal nicht... Na wohl, warum, was heißt hier traurig? Ein bisschen komisch, dass ich manchmal nicht weiß, aber gut, das ist ja jetzt schon... Weiß ich nicht, das müsste ja jetzt schon 9 Stunden oder so sein, die ich hier Minecraft... Letztendlich die ganzen Folgen, was da alles zusammenkommt. Frag mich, wie viele Stunden das sein magen, mögen, wie viele Stunden das sein mögen. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Kann ich ja frei entscheiden, ob ich jetzt da hochgehe. Das sieht, im Gegensatz zu der, zu dem Häuschen, sieht die Villa ziemlich klein aus. Könnte aber auch darauf, daran liegen, dass das auf dem Berg ist und weiter weg ist. Ja, ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen doof. Um nicht zu sagen, immer. Aber ich glaube, ja, Stöcker müssten wir denn erstmal genug haben. Dann kann ich ja da mal ein bisschen rumexperimentieren. So, Fackel nehme ich mal in die Hand, weil dann kann ich da mal gleich was machen, meine Ideen umsetzen. Und zwar hier, 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 da und hier. So, dann geht's jetzt ans eifrige Zaun machen. So, gleich erstmal 264er Stack Zäune. Und dann hier noch den Rest. Uppala. So und ja, so. Gucken wir mal, wie viel wir hier rausbekommen. Bis auf den letzten Stock haben wir alles verbraucht. So. Dann schauen wir mal, wie das jetzt letztendlich so aussieht. Der Vorhof. Ups, so. So. Sieht ja prächtig aus im Gegensatz zu dem Dach. So, jetzt. Ja, jetzt habe ich kein Holz mehr. Ach, ich bin ja auch schlau. Aber prinzipiell, so schlecht finde ich es gar nicht. Da fehlen denn irgendwie noch ein paar Akzente im Haus. Ja, gut, dann... Das regt mich da jetzt auf. Ich bräuchte... Ich glaube, ich gehe... Ach, Mist, denn... Ah, doch. Ist ja gar nicht so schlimm, weil... Wenn man ja letztendlich dieses andersfarbige Holz nimmt... Aber das denn zu irgendwie Bänken oder so macht, dann ist das ja trotzdem wieder... Ach, da hinten ist ein Baum gewachsen, wie schön. Dann ist das ja trotzdem wieder dieses Normale, weil... Es gibt ja Treppen und so. Treppen und Stufen. Die gibt es ja noch nicht in anderen Farben. Da gibt es ja immer nur diese einfarbigen. Also sozusagen wie... Dieses Holz hier sozusagen. Ja, und da ist es ja eigentlich denn... Schnuppe, wie ich das mache. Aber schön, wie kahl das hier alles aussieht. Da sieht man mal, was wir in 67 Folgen geschafft haben, wenn das jetzt die 67. ist. Bin mir gerade nicht sicher. Könnte aber auch schon die nächste gewesen sein. Ah, das Geniale ist, ich liege ja immer daneben, wenn ich schätze, welche Folge gerade ist. Ah, das liegt ja daran, dass ich immer an Aufnahmesessions aufnehme und das dann immer schneide und dann... Also dann schneide ich mich immer... Und dann mache ich das ja immer in 15 Minuten Folgen. Manche machen das ja so, dass sie dann zwischendurch, also dass sie dann immer 20 Minuten aufnehmen oder so und dann immer davor sagen, welche Folge ist. Zum Beispiel die Display Partners, die machen das so. Aber da kenne ich einige, die das so machen. Aber ich bin da eher so der Typ, der 2 Stunden oder 3 Stunden oder 7 Stunden aufnimmt. Also jetzt, das war nur Spaß mit 7 Stunden, aber... eine Weile aufnimmt, das denn so zerschneidet und dann passt das schon. So, dann haben wir hier
Bretter und nochmal Bretter und dann brettern wir mal nach Hause und machen Dachstufen in dem Fall. Oder Dachziegeln. Kommt nur die Frage, wie wir da hochkommen, aber ich glaube, das wird nicht so das große Problem sein. Weil wir ja eigentlich... Ach, 40 Stück, das hätte, glaube ich, gar nicht Not getan. Wir können ja da einfach mal so wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein. Ach Mist, wir haben ja gar keinen Schornstein, aber wir haben gerade Cobblestone dabei. Das heißt, dieses Problem könnte ich eigentlich auch gleich mal lösen. So, vorsichtig. Na, nu. Na, nu. Ah, so. Au. Ich habe doch dieses, sichere Klettern habe ich doch gemacht. Oder wie auch immer man das nennt. Dieses Ducken und, am Rand festhalten. Naja, was soll's. Ich bin ja nicht gestorben. Ich habe mir ja nur den Fuß gebrochen. Und mir die Wirbelsäule ins Gehirn bohren lassen. Obwohl, ich hab's ja nicht freiwillig gemacht. So, am besten ich mach das jetzt mal hier drauf. Wehe, ich fall wieder runter. Ich würde weinen, wenn das passieren würde. So, ganz vorsichtig. Ich bin ganz konzentriert, weil ich möchte jetzt ungern runterfallen. So, ach Mist, muss ich jetzt hier drauf. So, Vorsicht. Und an. So, dann haben wir das Problem jetzt auch gelöst. So, und weil es so schön ist. Au. Weil es so schön ist, mache ich es einfach nochmal. So, haben wir noch 18 Treppen über. Egal, lassen wir mal im Inventar. Kann man alles immer gut gebrauchen. So, dann muss ich hier mal alles ein bisschen umlagern. So, die Fackeln. Ach, die... Na doch, die nehme ich mal mit, weil ich habe da so eine Idee, wie ich das mit dem Weg mache. Ach, jetzt wird sowieso Tag. Gut, dann gucken wir mal, wie wir das hier am besten machen. Auf jeden Fall soll es nicht irgendwie jetzt ein gerader Weg sein. Also es soll jetzt nicht gerade sein. Das kann ruhig so auch ein bisschen lenken. Nicht lenken, sondern auch so mal schräg verlaufen. Oder auch ungewollt aussehen. Beziehungsweise es sollte eigentlich ungewollt aussehen. Also jetzt wie hier. Ah gut, das sieht jetzt eigentlich auch eher gewollt aus. Aber ich mache das jetzt hier einfach mal so. Schön an den Kakteen vorbei. So, jetzt muss ich nur noch überlegen, wo ich die Abspaltung hinmache. So, und weil es so schön ist, verschändeln wir hier noch die Natur. Boing. Ach Mist, jetzt habe ich hier ein bisschen Mist gemacht. So, hier schnell wieder alles beheben. Muss mal kurz überlegen, wie. Ja doch, jetzt passt es. So, und weiter schaufeln. Schaufeln im Takt. Taktarbeit. Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen doof aus mit den beiden Sandblöcken. Ach, werden wir schon eine Lösung finden. So, auf jeden Fall würde ich mal sagen, dass wir hier diese halben Blöcke nehmen. Weiß ich gerade nicht, wie ich sie nennen, wie man sie nennen muss. Halben Blöcke, was auch immer. So, Spitzhacke, da sehen wir mal wieder, wozu man die braucht. Aber ich glaube, wenn das so schräg verläuft, ach, dann bräuchte ich Zäune eigentlich gar nicht. Ach doch, die Zäune wollte ich ja für was ganz anderes benutzen. Also von daher, ihr habt nichts gehört. Aber ich muss erst mal gucken, wie das überhaupt mit Cobblestone... Ach, das sieht eigentlich ganz gut aus. Weil die meisten machen das ja mit Grabbel. Und mit Grabbel meine ich Gravel, also diesen Kies. Das sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber ja, ich muss es ja nicht machen wie alle anderen. Außerdem sieht der Cobblestone auch ganz schön aus. Aber letztendlich muss man sich das Endresultat mal angucken. Und das ist hoffentlich, ups, so. Das ist dann hoffentlich befriedigend. So. Wir haben es gleich geschafft und sind um, glaube ich, ein oder zwei 64er Stacks Cobblestone ärmer. Heieiei, das wird aber eine ganz schöne Investition.
So. Und da sind wir auch schon angeschlossen an des Hofes Lust oder was auch immer. So, hier gucke ich mal, wie das jetzt aussehen würde. Wenn ich jetzt... Ja, gut, sieht besser aus, weil wenn das da auf einmal so abrupt lenkt oder auf einmal da so, ja, auf einmal umschwenkt, sieht natürlich nicht so gut aus. So, 5 Meter haben wir jetzt geschafft und wir sind schon fast, haben wir keinen Cobblestone mehr. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier richtig fortgesetzt. Mir juckt die Nase mal wieder. Nein, es juckt wirklich die Nase. Ich mache nicht Gronkh nach. Ups. Toll. Erde haben wir dabei. Das ist gut. Ups, kleine Unschönheiten hier ausbessern. Die inklusive hier. So, ich würde sagen, ab hier machen wir dann die Abspaltung, weil... Hier kommt ja nur noch hier der Krater und das war's denn. Ach, warum nehme ich nicht. Nimm ich nicht die Schippe? So. Upsala. Und die erste Schippe hat sich auch schon verabschiedet. Warum sage ich eigentlich Schippe? Heißt so eigentlich Schaufel? Die Schüssel. Und zum Beispiel. Für solche, ja, sag ich jetzt mal, ja, wie nenne ich es jetzt, wenn es jetzt hier so abrupt abgeht, so, dass ich da dann Zäune hinmache und zum Beispiel, wenn das jetzt über Wasser geht, das wird ja dann immer übers Wasser gehen, dass ich da dann zum Beispiel auch Zäune hinmache. Wie zum Beispiel hier, hier könnte man ja eigentlich im Prinzip auch eine Brücke bauen. Mal schauen, was sich da so ergibt. Noch sind wir ja nicht da, wird ja... Obwohl in 10 Minuten spätestens sind wir dann sowieso da. Ich bin nur gerade am überlegen, wo ich als erstes lang gehe. Ob ich... Na, obwohl, ich baue erstmal nach da oben zu dieser Villa. Zu dieser sogenannten Villa. Soll ja eigentlich irgendwie Bauernhaus oder so darstellen. Ja, ich mache das, glaube ich, anders. Ich mache das... Denn doch schon symmetrisch hier. Ups. Weil dann passt das mit den halben Stufen besser. Weil sonst ist ja auch doof. So. So. Und da haben wir auch schon die nächsten 5 Meter geschafft. Gut, dann können wir ja hier eigentlich mal weitermachen. So. Aber ich glaube, hier passt es irgendwie so gerade mit dem schrägen Weg, sage ich jetzt mal. Hupala, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja, ist egal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt richtig gegangen bin. 15 Cobblestone, ich bin beeindruckt. Der ist gleich leer. Oder beziehungsweise der ist gleich weg. So, wir haben es geschafft. Wo kriege ich jetzt eine Menge Cobblestone her? Ach, da müsste ich jetzt wieder... Ich gucke mal, ob wir oben noch was haben. Wenn nicht, dann wäre es ganz schön doof, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ansonsten... Ach Mist, wir hatten ja mal... Upsala. So, ich muss mal ganz kurz das Mikro ein bisschen anders machen, weil... Moment. Upsala. Das muss ich jetzt, das hört sich jetzt, glaube ich, ein bisschen komisch an, wenn ich hier an dem Mikro rumfummel. Das ist so ein komisches, naja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ist egal. So, jetzt habe ich es ein bisschen anders positioniert, weil sonst habe ich immer neben dem Mikro gesprochen, sozusagen rechts neben dem Mikro. Und dann wäre die Stimme, glaube ich, ein bisschen, naja, ein bisschen rechts im Ohr gewesen die ganze Zeit bei euch. Wenn ihr den Lautsprecher, wenn ihr den Kopfhörer benutzt. Also ich benutze ja eigentlich lieber Lautsprecher, weil Kopfhörer sind nicht so mein Ding. Meine Kopfhörer sind ja im Falle, wenn ich jetzt hier aufnehme, das muss ja sein, weil sonst würde ja letztendlich das
die Musik und alles, das würde sich denn alles tausendmal oder nicht tausendmal, würde ja dann doppelt sein im Let's Play und das wäre ja nicht so. Ich würde einfach mal behaupten, dass das nicht so toll wäre. So, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann werde ich jetzt mal ganz schnell hier hochdüsen und mir ein bisschen Eisen nehmen. Dann mache ich mir mal hier so, dass es für vier Spitzhacken reicht. So, Holz haben wir auch noch ein bisschen. Naja, ist nicht so viel. Ach, toll. Mal gucken, ob wir uns vier Spitzhacken machen können. Weil dann so 11. Ja, wir können. Ja, diese passt super. Nee, keine Axt. Jetzt hätte ich schon fast Schiff gedrückt. Weil dann müssen wir wohl oder übel eine Höhle und ein bisschen Kobble besorgen. Wird zwar denn sich ein bisschen rausziehen, aber was soll it? Dafür freut man sich denn hoffentlich über das Endresultat.